Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Wir machen uns mal direkt auf den Weg zurück zum Festgelände, gucken, was wir dabei unterwegs noch Schönes entdecken. Denn da soll jetzt so richtig die Party abgehen. Ach, guck mal. Gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Sitzdicker. Aha. Stolze Großeltern und gesetzlicher Vormund hat, wie es aussieht, nicht mehr auf den Sticker gepasst. Aha. Ich habe noch nie ein Frühlingsfest verpasst. Gott. Noch nie. Oh Schatz, die ersten Stunden bist du doch noch da. Und das war ganz sicher nicht das letzte Frühlingsfest. Weißt du was, Oma? Ich warte einfach an der Haltestelle und vermeide die Parade der Verabschiedungen. Ich sag keinem was. Oh. Ah, Riley wollte wirklich nicht, dass das hier jeder kommt und Tschüss sagt, sondern ist sowas immer noch schwieriger. Plaudernde Frau. Hab eine Überraschung für dich. Ist es eine gute oder eine schlechte? Ich spiele jetzt Moondrop Ranch. Ach, die beiden wieder. Nicht dein Ernst. Ich fange was mit Melody an. Der Krankenschwester, die ist so süß. Ich will ganz ehrlich sein. Das Spiel ist super. Ich liebe dich. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so anmachen würde, wenn er mein Lieblingsspiel spielt. Aber man lernt nie aus. Süß. I'm Süß sorry. seid ihr. Okay. Nee, da hinten geht nix. Nee, da hinten ist nichts. Okay, da ist das Sheriff-Auto. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht lang. Nee, ist immer noch die Barriere. Dann joggen wir mal an diesem Rand des Geschehens zurück. Gucken uns dabei um, ob wir auch nichts verpassen. Da ist noch ein Schild. Sogar Steffs Schilder sind krass. Geschlossen. Wenn du Musik brauchst, dann komm zum Festival. Steph, alles klar. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Aber hier ist auch alles geschlossen, ne? Oder viele Läden. Auch closed. Also hier ist nicht mehr viel los in dem Dorf. Da steht auch nicht wirklich was im Schaufenster. Okay. Vorräder, da. Scheiße, ist das euer Ernst? Oh. Eine Kralle? Eine Scheiß-Haarkralle an meinem Auto? Okay. Also darf ich jetzt nicht mehr da parken, wo ich normalerweise parke, nur weil wir verfluchte Blumen feiern müssen? Ja. Ey, Kralle, du kannst mich! Glaubst du machst die Welt zu einem besseren Ort? Glaubst du etwa tatsächlich, du dienst den Bürgern? Du bist ein verfluchtes Werkzeug des Establishments! Du bist nur ein Rad in der Maschine, du Scheißmetallstück! Geht's wieder? Wow, Alter. Eins, zwei, drei, ich kontrolliere mich. Eins, Er mit dem zwei. Aggressionsspruch. Scheiße! Ich kontrolliere einen Scheiß! Sorry, Alter. Wir alle müssen da schon durch. Ach, schön. Schade, dass ich mit meinen Emotionen keine Türen Ja. aufschließen kann. Ja. Tja, das falsch geparkt wohl, ne? Kommen wir hier denn lang? Ne. Lantern betreten. Nee, oder? Was ist, wenn wir da reingehen? Sind wir dann unten oder sind wir bei uns wieder oben? Nee, wir sind unten drin. Können wir uns hier auch noch umgucken? Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ich gehe Ja. mal lieber raus. Hinweis. Obligatorischer freier Abend? Nehme ich. Achtung, die Black Lantern wird am Samstag, den 25. Mai ab 15 Uhr für das jährliche Frühlingsfest geschlossen sein. Wir öffnen wieder am Montag, den 27. Mai. Danke für Ihr Verständnis. Ich liebe diesen übergroßen iPod. Ja, ich mache jetzt nichts an. Jets Krone. Es hat Spaß gemacht, Jet als Bösewicht zu sehen. Ein guter Verlierer. Ja, das war echt cool.
Jed hat ihn für seine Stammgäste gekauft. Und sich selbst, denke ich mal. Upa M. McCountry Reserve. Ein Whisky. Alles klar. Speisekarte. Gut gespielt, Küchenpersonal. Cut me some slacks. Was? Tageskarte. Simpler Hamburger. Seid nachsichtig. Heute ist das Frühlingsfest. Ach so. Okay. Also gibt's da nur die abgespackte Version. Oh, jetzt ein Kaffee. Die Chancen stehen gut, dass ich mir später eine Tasse gönne. Ja, bestimmt. Haben wir hier noch irgendwas hinter der Theke? Nein. Alte Anzeige. Wie steht es mit akuter emotionaler Kleptomanie? Miss? Dr. Latrops Tonicum. Exzellente Behandlung von Schlangenbissen, Zecken und Flöhen, Wunden, Gemütskrankheiten, Bläschen, Senilität und Ablutophobie. Okay. Sehr schön. So, da liegt noch dreckiges Geschirr. Nicht heute Abend. Nee, heute Abend räumen wir hier nicht auf, wir sind nicht im Dienst. Blumenarrangement. Eleanor ist wie ein Mafia-Boss. Aber statt krumme Dinger zu drehen, verbreitet sie Blumen. Ja, ist doch hübsch. Ist doch hübsch. Da muss noch ein Schild. Gucken wir gleich. Hier haben wir noch Polaroid. Wird eine lustige Nacht. Stimmt. Bestimmt. Wir müssen unser Blümchen noch vergeben. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch können. Oh, warum sitzt du denn hier? Ganz alleine. Go, Marmots. Murmeltiere, oder? Der Arkanoid. Oh, ich hatte jetzt Bock auf eine Runde, ne? Ich habe mir tatsächlich aufgrund dessen so ein Spiel aufs Handy geladen, ne? So ein Arkanoid. Ach, so vermisst hab, so ein Spiel. Hey, Ducky! Warum sitzt du hier so allein? Es ist nicht dasselbe ohne dich, Tabitha. Ach Gott. War es nie. Wird es nie sein. Ach, Ducky. Tabitha. Klingt, als hätte Ducky wohl eine Geschichte auf Lager. Ich frag mich, wer diese Tabitha ist. Das... Die da? Die nicht Tabitha? Nee, Amelia. Und die wäre ja auch gerade, also das wird ja alterstechnisch, nee. Hey, Ducky. Wer ist Tabitha? Willst du mir von ihr erzählen? Weißt du, Alex, über dieses spezielle Thema möchte ich wirklich nicht reden. Okay. Es muss noch etwas geben, das ich für Ducky tun kann. Bestimmt. Komm, wir gucken mal, ob wir ihm helfen können. Der arme Ducky. Oh, wird mir direkt kalt, wenn ich das sehe, ne? Und der Bär. Der Bär-Tabitha? Hoffentlich. Okay. Sag mir, was ich wissen muss, um ihm zu helfen. Weißt du, den habe ich selbst geschnitzt. Ich bin Reginald McAllister III. Meine Freunde nennen mich Ducky. Tabitha Baker. Nenn mich Tabs. Hey. Was weckt noch Erinnerungen? Hier soweit nichts. Da der Tisch. Da haben sie wahrscheinlich dran gesessen und irgendwie sich kennengelernt. Warte, warte. Noch nicht trinken. Schau erst ins Glas. Was? Wieso denn? Oh, Ducky, der ist wunderschön. Oh. Tabitha Baker, willst du mich heiraten? Oh. Bestimmt ja gesagt. Da, Jukebox. Haben sie bestimmt so getanzt. Dann ist ihr bestimmt was passiert.
alles Gute zum Jahrestag. Auf die nächsten 30 Jahre. Und weitere 30 Feste. Falls wir es schaffen. Ducky, du wirst die ganze verdammte Stadt überleben. Süß. Aber was ist passiert? Ich kenne dieses Lied. Armer Ducky. Vielleicht gibt es was, das ich tun kann. Trauert halt immer noch um seine verstorbene Frau, ne? Die über 30 Jahre zusammen waren und... Ich weiß nicht, ob wir da viel tun können. Es ist eine schwierige Nacht für dich, nicht wahr? Das Frühlingsfest. Das stimmt. Hast du den Holzbären wirklich selbst geschnitzt? Renna? Das habe ich. Das war vor langer Zeit. Das Frühlingsfest war sehr wichtig für euch beide, oder? Allerdings. Wir haben auf dem Fest geheiratet. Oh nein. Wir beide haben es so geliebt. Das war ja, es ist ihr Hochzeitstag auch noch heute. Oh. Du hast Tabitha hier kennengelernt. Stimmt's? In der Lantern. Ja, genau. In dieser Nacht hier zu sein, war der größte Glücksfall für mich. Gib mir einen Moment. Woher wusstest du? Das ist euer Lied. Tanzen wir. Ach, wie süß. Auch ein Zen-Moment. No. Ich glaube, das tut ihm ganz gut. Das ist natürlich dann mega hart, ne? Wenn die sich am Frühlingsfest hier kennengelernt haben, am Frühlingsfest hier geheiratet haben. 30 Jahre oder über 30 Jahre war das Frühlingsfest ein ganz besonderer Tag für sie. Hochzeitstag, Kennenlerntag, gemeinsame Jahre. Wenn man dann so einen besonderen Menschen verliert im Leben, möchte man sich gar nicht vorstellen. So, wir haben aber, Ducky, es tut mir leid, wir haben noch viel zu tun. Ich muss den Tanz beenden, ja? Weißt du, was mich gerade am meisten an sie erinnert? Es ist weder der Song, noch das Frühlingsfest. Sondern, dass du dir die Zeit nimmst, dich um einen traurigen alten Mann zu kümmern. Und das nur, um die Welt ein wenig erträglicher zu machen. So wie Tabs. Danke, Alex. Ich denke, ich bin jetzt eher dazu geneigt, mit den anderen zu feiern. Ach, schön. Das gern geschehen. Genieß das Frühlingsfest. Das ist doch schön. Konnten wir ihm helfen? Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ich geh mal lieber raus. Ja. Du stresst aber auch immer, ne? Dass man nicht mal... Weißt du, man guckt sich mal 10 Minuten länger um und schon ist so, du musst das und das machen. Ich mag mein Bier herb.
Okay. Das war peinleid. Gut, ich glaube, wir haben hoffentlich hier drin alles. Dann gehen wir mal wieder raus. Zurück zum Frühlingsfestplatz. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es geht nicht direkt weiter, ne? Dass wir da noch die hatte direkt kurz Panik. Das würde Ryan auf mich warten. Ich gehe lieber zurück. Ja. Ich möchte aber noch die Blume vergeben und noch mit allen reden. Bitte. Jetzt gleich keine Filmsequenz, ja? Wir haben Steg noch mal was? Nein. Gut. Da ist aber noch was. Typhon Flugblatt. Finde ich aber nicht gut. Nachbarn? Nicht euer Ernst. Fröhliches Frühlingsfest. Ihre Nachbarn der Taifun Minengesellschaft sind stolz, das Frühlingsfest 2019 zu sponsern. Ja, ihr könnt mich auch mal an. Worüber freust du dich? Poppes. Ich hab dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Wegen dem Kuchen. Der Eiscreme-Kuchen in Drachenform. Seit wir den haben, hat sich echt was verändert. Und diesmal war das deine Idee. Ich muss ständig daran denken. Wie wär's denn mit einer Schlosskuchenform? Ja, das wäre super. Und wie wär's mit kleinen Schwertern statt normalen Messern? Oh mein Gott, wir könnten doch sogar selbst ein Lab veranstalten. Als Werbung. Nein. Oh, und wir könnten unser Treueprogramm Erfahrungspunkte nennen. Okay, pass genau auf. Eine komplette Fantasy-Umwandlung. Vergiss das mit der Lawine. Drachenschatz Eiscreme. Ich liebe dich, Schatz. Und ich dich erst, Hase. Okay, alles klar. Die überarbeiten ihr komplettes Ladenkonzept. Finde ich aber mega. Wir sind Eiscreme-Genies. Wir haben einfach drauf. Ja. Zeig den Bizeps, Eiscreme-Lady. Okay. Wir joggen mal den Weg entlang zurück zum Frühlings. Die Rose kann kurz warten. Nein. Ich sollte sie vergeben, bevor die Musik kommt. Ja, auf jeden Fall. Wie süß. Aber ich fasse die Bank lieber nicht an. Nur Lori zur Sicherheit. Und Shane. Oh, sind das die beiden, denen wir da, ne, ein Turteltäubchen mäßig und so? Haben wir die da, ne? War das unser Verdienst? So, haben wir hier noch was Schönes? Ich bezweifle es ja gerade. Ach, da haben wir noch. Nervöses Mädchen, nervöser Junge. Mist. Hätte ich ihn umarmen sollen? Oh. Denkt er, dass ich denke, das wäre kein Date? Falls das ein Date ist, ist es ein ziemlich stilles. Ja. Hätte ich kein Parfüm benutzen sollen? Trägt es zu dick auf? Ach Gott. Vielleicht war es auch nicht genug. Oh, sie kriegen den Dreh eines Tages raus. Oder auch nicht. Okay, also da soll ich jetzt nicht intervenieren, alles klar. Okay. Ryan, hi. Ich gebe dir... Ach, ich kann ihm noch meine Rose geben und hier wird noch nichts getriggert. Sehr schön, da reden wir nämlich jetzt erst noch mit... Oh, guck mal, jetzt ist die Ducky hier auch. Dem neuen Dorfbewohner. Typhon ist nicht normal. Ach so, ja. Es war ein Fehler herzuziehen. Ich bin froh, dass Ducky mitfeiert. Ja, ich auch. Hey, Ducky, wie fühlst du dich? Ja, wundervoll. Dank dir. Geh, amüsier dich. Gerne. Hast du es verdient? Ja. Können wir uns ja zum Glück noch umgucken hier. Hi. Okay. Hey, Mac. Mein Freund. Ich habe Mac schon eine Weile nicht mehr gesehen. Seine Lage hat sich nicht verbessert. Ich habe alles gehört. Und wollte mich bedanken. Du hast versucht, das Richtige zu tun. Und? Was jetzt? Ich mache Typhon fertig. Das gesamte Wespennest. Ich stelle mich nicht gegen dich. Aber die sind die einzigen, die gerade für Jobs in der Stadt sorgen. Und ich habe noch einige Schulden.
Ach, komm schon, Mac. Selbst du bist zu gut für Typhon. Ich fühle mich jedes Mal geschmeichelt, wenn du dich so um mich sorgst. Darum wolltest du uns auseinanderbringen. Ach, das ist der Mac, den ich kenne. Pass auf dich auf, Alter. Ja, du auch. Ja, mach ich, gar kein Problem. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass wir ihn auseinandergebracht haben mit ihr, aber er war halt echt ein Arsch. Wirklich. Mann, Haven geht bei dieser Party ja richtig ab, hä? Natürlich. So, haben wir hier noch was? Nee, ne? So, da sind Wintersteps Wagen. Hier können wir nochmal einmal rum. Dann sind wir, glaube ich, auch hier einmal rum. Genau, hier sind wir wieder bei dem Truck. Truck ist gut, bei dem Wägelchen. So, Apfeltauchen. Das erfordert eine ganz bestimmte Art Mensch. Und die bin ich nicht. Ja, nee. Ah, hier haben wir auch noch ganz viele Sachen. Eleanor, genau, mit der wollten wir auch noch reden. Hi. Eleanor muss erleichtert sein, dass das Fest endlich stattfindet. Ja. Gott, ich hoffe nur, dass es Riley gut geht. Ach, bestimmt. Hi, Eleanor. Guten Abend, Liebes. Wie zu tun? Trinken wir später? Ich gebe es auch. Die Dekoration ist echt wunderbar. Das muss ein Haufen Arbeit gewesen sein. Das war's wert. Also, kippen wir ein paar Shots oder was? Natürlich. Tequila. Und wer fängt an? Ich mach nur Spaß. Oder doch nicht? Ich werde mal lieber gehen. Oh, unangenehm. Ich habe mit Riley gesprochen. Ich denke, es geht ihr gut. Also keine Sorge. Das weiß ich wirklich zu schätzen, Alex. Danke. Ja, ich glaube, wir hätten jetzt nicht groß Wirbel machen sollen. Dir auch. So. Würde ich aber sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge hier noch die restlichen paar Sachen an, vergeben unsere Rose und gucken dann, wie die Story weitergeht. Weil bisher war ja echt relativ entspannt um Typhon. Wir hatten jetzt einen kurzen Moment wieder durchzuatmen, aber ich denke, es wird dann wieder losgehen und uns so richtig in den Popo treten wollen, das Spiel. Das habe ich im Gefühl. Ich bedanke mich dann sehr herzlich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!